So, Freunde, Genau. heute, bitte, du zuerst, Experte. Heute wechseln wir das Öl von einem VW T5.2 mit einem neuen Ölfilter. Auf das Muster achten. Genau, das Muster vom Ölfilter hier. Von dem Deckel, genau, da sieht man dann, Deckel. dass man nicht, es gibt verschiedene vom Haldex-Generationen. Eine Pumpe. Ganz wichtig, unser Arbeitsmaterial, unser wichtigstes, die Pumpe, Bier, Ratschenkasten und frisches Öl, Ölfilter und Zusatzmaterialien, wie der Fachmann sagen würde. Und der Pumpe natürlich. Hier lockern wir zuerst einmal die Einfüllschraube. Wenn die nicht aufgeht, Problem, gell? Genau, weil dann können wir kein neues Öl einfüllen und somit braucht man die Arbeit gar nicht ausführen. Aber hier, Knack hat's gemacht, hört man hier nicht, wir wissen es aber. Sie ist locker, wir lassen es aber erst einmal noch drin. Genau, auf der anderen Seite dann ist dann die Ablassschraube, die öffnet man auch, Imbusschlüssel, drüber sieht man dann den Ölfilterdeckel, den verschmierten, verrotzten. Und hier prüfen wir schon mal, ob die Ablassschraube sich auch lösen lässt. War jetzt in dem Fall kein Problem. Die lassen wir locker drin. Und jetzt prüft der Experte, in dem Fall du, ob die Schrauben des Ölfilterdeckels mit dem tollen Muster auch leichtgängig sind. Genau. Dann die Ölablassschraube raus, die ist etwas lange. Oh, da kommt dann das Öl gleich, oder? Da kommt das Öl dann daher, richtig. Da muss man auf jeden Fall ein Gefäß bereit haben. Ja, und einen Ölabscheider. Natürlich, also deswegen haben wir einmal so wenig Platz in der Grube. Dieser Ölabscheider ist einfach immer im Weg. Ja, immer muss man hier draufsteigen und. Aber so ist er, das ist wichtig. Und jetzt, die ist ja richtig lang. Und da kommt schon die gute Suppe. Genau, handwarm, halbwarm, lauwarm. Wir sind vorher ein bisschen gefahren, dann geht das Ganze flüssiger. Hier lassen wir es gemütlich ablaufen, gell? In der Zwischenzeit kann man dann anfangen, dass man wirklich den Filter ausbaut. Und dann sieht man auch mal, was der Ölfilter alles so an Schmutz auffängt. Er filtert. Hier schraubt der Experte schon die Einfüllschraube raus, gell? Der Lieferant, der hat ja praktisch neue Teile mitgeliefert, neue Einfüllschraube plus Dichtung plus neue Ölablassschraube und Dichtung. Genau, das Set kostet etwa 60 Euro, 55 Euro, Den irgendwo in Link dem Dreh. schreiben wir noch in die Beschreibung. Jetzt lockerst du praktisch die Schrauben des Ölfilters bzw. des Riffeldeckels. Genau. Der Deckel selbst ist ja nicht dichtend, das erledigt drunter dann dieser Adapter zwischen Deckel und Filter, da sind dann zwei O-Ringe drauf. Ja, genau. Die dichten ab. Das heißt, hier kommt nicht recht viel Öl raus, wenn man den Deckel abnimmt, Genau. sondern hier ist praktisch dieses Zwischenstück zwischen Ölfilter und Ölfilterdeckel verbaut. Genau, wenn es noch nie gewechselt wurde, wie hier jetzt nach 150.000 Kilometer circa, dann ist es ordentlich angebraten, bekommt man nicht so leicht raus. Mit einem Hammer und einem Schraubendreher kann man da ein bisschen rundum klopfen oder auch das Teil dann hart zerstören, da das eh neu eingebaut wird. Genau, alle Teile, die wir hier sehen, also das eine Teil. Ah, schau, hier sehen wir schon den neuen Filter. Plus, den neuen. Das ist nicht der Filter, gell? Wie heißt denn das Ding? Das ist das Adapterstück Ja. zwischen Deckel und Filter. Genau, das, was wir gerade rausfriemeln, das war das neue Teil mit neuem Deckel. Also, das wird komplett getauscht, deshalb konnte es auch kaputt gehen. Beim Ausbau. Hier sieht man schon, die Suppe läuft. Und dann kommt nochmal Schwapsöl. Genau, da muss man auch drauf gefasst sein, weil sonst geht es vielleicht ins Auge. Das Öl. Schutzbrille, Handschuhe, natürlich wichtig. Komplettanzug. Ganz modern, ja eh aktuell. Mit Maulkorb. Richtig, Safety first. Ja, es war gelöst, der Filter schaut schon raus, gell? Der alte Filter Genau, wohlgemerkt. der rutscht dann gleich mit raus hier.
Geht ja wie geschmiert. Haha. Ja, nur mehr Schwall. Es spalt ja mit einem feuchten Schmatzen kommt daraus. Hier im Originalton leider nicht mehr zu hören. An diesem Punkt empfiehlt es sich, dass man einfach mal ein Bier schön gemütlich trinkt, ja, bis das ganze restliche Öl abgetropfen ist. Ja. Das haben wir dann natürlich jetzt rausgeschnitten. Ja, aus Jugendschutzgründen. Hier tropft wenig. Jetzt kann man sich auf das Einfüllen vorbereiten. Genau. Der neue Filter hat eine Feder verbaut. Die war beim alten nicht dabei. Die haben wir nach hinten verbaut, die Feder. Gell? Und jetzt machen wir schon den neuen Deckel drauf. Vorher haben wir noch ein bisschen eingeölt, damit er schön ohne Verkanten reingeht, was bei uns der Fall ist mit unserem Spezialhammer als Hilfsmittel. Genau, dann kommen da auch neue Schrauben rein, die sind auch mit im Lieferumfang enthalten. Eine neue Ölablassschraube und eine Einfüllschraube. Wobei das nur die alte ist, gell? Die neue, Genau. die ist schwarz. Die bringt der Experte gerade. Die haben wir jetzt heimlich schon eingesetzt. Und daneben ist die Einfüllschraube, die neue. Filter ist schon fix. Filterabdeckung. Genau, die neue Schraube ist schon drin. Die schwarze. Das haben wir jetzt im Video kurz übersprungen. Und jetzt wird praktisch schon eingefüllt. Dein Einfüllschlauch ist etwas zu groß. Deshalb hast du praktisch einen Adapter schon parat. Den, Genau, wo du jetzt draufsteckst. einfach ein kleines Stück Eisenrohr. Es gibt einen Originaladapter zum Befüllen von VW. Der ist allerdings bei uns aus Kostengründen nicht drin. Ja, es geht auch anders. Wenn es überläuft, ist voll und es sind dann circa 800 Milliliter. Das heißt, man kann fröhlich einfüllen und muss praktisch auf wenig achten. Genau. Einfach rein mit der Suppe, bis es wieder rauskommt. Das kennt man ja. Genau, hier wird mit Gefühl und Halbkraft gedrückt. Und dann läuft das Öl vorsichtig rein. Und wir warten praktisch darauf, dass es überläuft. Allerdings hat bei uns die erste Füllung des Hilfstools, der Pumpe, nicht ausgereicht. Nicht gereicht, genau. Das war eine 500 Milliliter Pumpe oder Ah ja, 550. das erklärt Gibt es alles. auch bei diversen Online-Shops für unter 15 Euro. Genau, und jetzt nochmal einfüllen, ne? Sobald es oben rausläuft, sind wir schon fast fertig. Jetzt wird Genau. praktisch nur dann die Einfüllschraube eingesetzt, recht zügig nach dem Einfüllen und dann angezogen. Wir haben die zwei Schrauben der Filterabdeckung angezogen und wir haben die Ölablassschraube angezogen und das sind eigentlich die einzigen vier Schrauben, um die es hier geht, gell? Genau, mehr ist nicht dran. Und dann muss man eigentlich nichts mehr beachten. Eigentlich nicht. Außer, dass wir natürlich keine Gewehr übernehmen, weil wir absolute Laien sind. Aber das könnt ihr euch ja denken. So, alles fertig. Alles dauert insgesamt etwa 15 Minuten und verlängert definitiv die Langlebigkeit des Das Leben des Dings. Haldex-Dings. So, das war's. Guten Abend.